Zum Beispiel. Lass mal probieren. Wir starten einfach mal. Test, Test. 1, 2, Pins. Jo, läuft. Du bist ein Groß und jetzt ist das Gespräch eröffnet. Würdest du eher noch auf jeden Fall offen? Für die, die es gern hätten. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand bei uns. Warum lachst du so dreckig? Kann, weil ich halt nicht sauber lachen kann, Alter. Was? Weil ich nicht sauber lachen kann. So, was hast du denn da schon? Erstmal. Hallo Stream, schön, dass ihr da seid. Nabel, Becky, Sind schön, wir dass schon ihr on? da wart. Was? Was? Sind wir schon on? Du hast gedacht, ja. Du Achso, wir sollten vielleicht mal eigentlich ein Headset aufsetzen. Was kommt denn da ins hast. Spiel? Was kommt denn da rein? Weißt du, ja, Wir so. sind schon on? Ja. Ja. Also, was nur dein Vergenusswurzelapparat? Das Den klingt. hast du doch unten im Keller, oder? Hast du den Hey, da nicht gesehen? sag ich bloß die Leichen. Ey! Sackrepp. Ey! Komm runter, ey! Ist euch mal aufgefallen, dass ich wie ein schwuler Serienmörder aussehe mit dieser Staffelei? Ja, das ist, oh, wo habe ich das mal gesehen? Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Das habe ich schon mal gesehen bei einem Serienmörder, glaube ich. Ja. Ach ja, was da los? Erstmal schönen guten Tag, Amazing Thai. Stößchen. Hallo! Super. Was trinkst du da überhaupt gerade? Ich wollte mir eigentlich einen Wodi klar machen, aber das ist jetzt gerade noch ein Tropical Direktsaft, Ananas, Orange, Mango. Ah, okay. Der harmoniert super Edeka-Marke. mit Rum. Und was ist das hinter dir? Das ist der letzte Tropfen Genussmittel. Schau mal hinter dich. Ja, Was genau meinst du? das. Ja. Eine Sei froh, dass ich Cola. nicht schwanger bin, sonst hätte ich das Ding jetzt nicht gefunden, Alter. Jetzt brauchen wir noch zwei Kopfhörer. Ey, willst du mich fisten? Mal wieder super vorbereitet, wie ich Hey. sehe. Ja, wir sind definitiv semi-professionell. Was? Mir wurde in letzter Zeit gesagt, dass ich sehr scheiße bin, also da wird eh nichts Echt? draus. Wir waren auch 20. Ich war auch okay, dass wir eigentlich echt nicht so, dass wir echt nicht so gute Arbeit leisten auf dem Kanal, ne? Scheiße. Ja, ich habe gehört, Qualität ist nicht alles, ne? Nee, ja, auch das Equip reicht da nicht, ne? Ja. Geil, Ist ja auch klar, dann hat man ist auch klar, wenn man keinen Erfolg hat. Ist doch logisch. ja, klar, man zieht uns halt an, ne? Das ist halt natürlich Ich das. sag nur fünf Zuschauer, das spricht für sich selbst, das Equipment hat sich gelohnt. Es geht ab. Ich bin Man nur bis sollte zur mal Hälfte vielleicht auf drin, du diverse andere hören, Fischer. vielleicht dann besser. Fischkopf, ey. Ist mal an die anderen ist die Rückkopplung sehr stark, weil ansonsten lasse ich es so laufen oder ansonsten hole ich einen Ja, sag mal Bescheid, Lautsprecher. ob es passt, passt. Ja, du hast doch bestimmt ein Headset hier. Klar, hier? Achso, ja, das kann man schlecht halten. Oh, ihr seid live. Ja. Wer steift? Achso, ja, willst du gucken? Dann haben wir sechs Zuschauer. Nee, sieben habt ihr schon, jetzt Nee, habt ihr passt schon, wir acht. haben schon 6 Teile, alles gut. Ich hab jetzt TubeBuddy installiert. Ich glaube, dieser Stream geht durch die Decke. Nach ungefähr 5 Minuten. Glaube, ja, der Ich geht kann mich durch ja den Boden. tatsächlich sehen. Was ein Ding. Das ist ja was. Ja, aber jetzt ist die Frage mit Headset, ne? Das ist ja Guck mal. mal, wie du auch VIP hier großgezogen bist. Oh, ich habe einen Tibi-Stream größer gezogen anstatt uns. Aber bei meinem Fame-Status kann ich das natürlich auch verstehen, dass man mich größer macht. Ja. Ja, 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 tut mir ja, leid. das war okay. Der war. Kann ich verstehen. Ich kann da einfach nichts drauf sagen gerade. Guck mal. Das ist eigentlich schon viel besser, finde ich. Also, Dann können wir das ja, also lassen. jetzt quält es mir doch deutlich besser auch. Muss ich echt sagen. Das davor hat alles ein bisschen kaputt gemacht, ne? Man sieht auch, wie das Ganze sehr professionell gemacht ist, dass man auch nach unten so deine Taskleiste sieht, so mit Internet Ja, Explorer und. ich weiß nicht, wie ich die rauskriege. Musst du jetzt einfach nur so ein schwarzes Bild so reinskalieren irgendwie oder so? Warum eigentlich nicht? So. Lass doch mal machen, wir haben noch Zeit im Livestream. Ich meine, hey, hi, was machst Jetzt, 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 jetzt sieht man mich nicht mehr, ihr Bitches. Ihr habt euch größer gemacht. Scheiße, scheiße, ihr habt's gemerkt. Stirb halt. muss ich erstmal mithusten, Solidarität. Wir brauchen Headset, Baumi, das kann nicht so gehen. Wieso kann das nicht so nicht gehen? Ja, passt doch alles. Sie sagen, das passt alles. Natalie ist auch noch im Stissel. Schau mal. Skid up. Das ist Also, der pass Natalie, auf. Alter. Wenn ihr nichts zu erzählen habt und du nur Kaffee trinkst, dann würde ich sagen, Wer ist der Natalie? Ist sie geil? Natalie, ja, die hat drei Follower auf Musical.ly. Ich habe mir gerade den Löffel voll in die Nase gebohrt. Ah, Alltag. Okay, pass auf, machen wir das, würdest du eher, oder was? Ja, mach, ja. Lies mal vor, ich kann nicht lesen. Machen wir nächste Frage vor. Soll ich auch mitmachen? Pass mal auf, ja, nee, eigentlich solltest du bist bloß als
Deko-Material als dabei. Accessoire. Also pass auf, die Frage lautet, würdest du eher. Okay, sorry. Was ist los mit dir? Würdest du eher berühmt sein oder reich sein? Hä, aber bist du doch berühmt, bist du doch eigentlich automatisch reich, oder nicht? Nein, das Nee. stimmt nicht. Ja, Ich kenne. Bestellenmörder sind ja auch berühmt eigentlich, ne, wenn man es mal so nimmt. Aber reich an Liebe. Was? Was, wer? Die Marco Polo Schafe, die sind auch bekannt, aber nicht reich. Was war es noch, die Marco Polo? Da war doch noch ein Alpaka-Schafe Alpaka. oder Alter die. Schwede, ey. Lieber reich. Ja, ich glaube, ich wäre auch. Ja, klar, reich Mit da. reich kann man sich Reich. Berühmtheit Guck mal, kaufen. wenn du reich bist, dann kannst du dir rein theoretisch fettes Equipment holen. Ganz viele Leute. Da kannst du einfach Eminem bezahlen, dass der mit dir ein Feature macht und dann bist du auch fame. Oder du holst dir saugeiles Equip und machst einfach schlechte YouTube-Videos. Das ist ja auch möglich. Man kann natürlich fettes Equipment haben mit vielen verschiedenen Kamerapositionen und dann, ja. Und Scheiße. Warum steht in der Seite? Ich muss mal ganz kurz die Seite hier einblenden. Die Seite. Willst du eher berühmt sein oder reich sein? Wenn man berühmt ist, dann wird man doch reich. Aber nicht Soelema immer. Ibram arbeitet bei Aldi Süd. Das, ich glaube, das heißt Süleyman. Was? Oder Suleyman. Soleiman. Also wir sind für reich. Schlüssel. Wir sind für reich, Wir sind ja. für reich. Mit reich kannst du dir auch deinen Fame-Status kaufen, halt echt, ne? Ey, ich Also. wollte euch nochmal ganz kurz sagen, hier in der Kommentarbox, eine 12-jährige Becky Kühnel sagt, dass es unvorbildlich ist, live zu smoken. Da ziehe ich doch nochmal direkt nochmal an der Zigarette. Ja, Ja. geil. Warum nur eine Zigarette? Warum halb Deutsch, halb Englisch? Ihr seid zu Ihr braucht geil. jetzt brauchen ihr beiden, Sind ne? zu geil, also Also, sind wir sind wir, berühmt. nein, jetzt sind wir reich. Wir sind reich. Reich ist automatisch geil. Ich kann ja mal die Seite ganz klein Ciao, die machen. meisten. So, wir gehören zum Durchschnitt. Guck mal, wir können es doch so machen, oder? Hier. So rüberziehen, oder? Ich weiß ja nicht, wie du das eingestellt hast. Aber his face so. Ich gucke jetzt die Ja, Natalie an, ist ob die das geil ist. professionell oder was los? Da ist noch TV offen. Ich gucke mir jetzt die Natalie an, ob die geil ist. Schau mal. Nächste Frage. Würdest du eher einen Monat ohne Handy oder einen Monat ohne Fernseher? Ich glaube, ich Fernseh, brauche. Alter. Bei dir weiß ich Gar. eh die Antwort. Du Ich hast ja habe nicht mal ein beides. Ich Handy. habe beides nicht. Ja, echt? Du hast doch keinen Fernseher? Okay. Aber ey, ich mache das Ganze ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen altmodischer. Ich habe Bilder an der Wand und die gucke ich mir dann immer an, so aus psychologischen Gründen. Die starre ich mir einfach jeden Tag morgens, wenn ich aufstehe, gucke ich erstmal so 4,5 Stunden auf diese wunderschönen Bilder. Aber das Kranke ist ja, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du stellst eine Kamera genau in diese Perspektive auf. Du würdest nicht wissen, ob da jetzt ein Fernseher ist oder ob da ein Bild hängt. Weil Menschen, die in die Röhre gucken, machen genau das Gleiche. Die gucken in die Röhre. Nee, ohne Schnippelst du Scheiß, Kleber du oder hockst so? 4 Stunden davor, stell dir das mal vor, du guckst jetzt mal im Zeitraffer an, wie du 4 Stunden davor hockst. Kennst du hier Benjamin Bennett, Alter? Der macht das gleiche ohne irgendwas. Das war Aber der 8 Benjamin Stunden. Bennett, Alter. Der Motherfucker sitzt für 8 Stunden im Schneidersitz, ey. Ja, stimmt. Also ich würde Benjamin ohne Bennett. Fernseher, ich habe Fernsehen an sich schon komplett bei mir rausgehauen. Also ich würde auch Ja, ich lieber schaue ohne sehr selten Fernseher. Fernseher. So, gucken wir mal. Ja, Ja, 88 die Prozent. Gesellschaft, die spricht für sich. Ja, das ist ja logisch eigentlich. Achso, kriegt man da dann auch noch so eine Antwort, wie die anderen Leute Ja, abgestimmt so die Statistik halt, die Wir können auch Prozente. Kommentare dazu durchlesen, was wahrscheinlich auch noch ziemlich lustig ist. Würdest du eher ein Junge sein oder ein Mädchen sein? Ich bin ziemlich zufrieden, so wie es ist. Also ich würde sagen, ich bleib gerne Junge. Ja, auch. Auch. Ich schließe mich an. Auch. Auch. Tai, du Ja. hast mich auf FB. Also, gucken wir durch deine 5000 Friends. Ein Junge sein. Ja, Oh, sehr ich gebe jetzt ausgeglichen. männlich. Knapp. Knapp. Ich hatte die Wer hat Frage gewonnen? Wer schon. hat gewonnen? Ich habe immer hier so eine Verzögerung. Wer hat gewonnen? Boys, Boys, Nein, Boys. nein, Julia. Wer will ficken? Als Kommentar drunter, okay. Klassiker. Alles klar. Was hast du gerade gesagt? Ja, was? Wer? Ja. Ja? Der im Fernsehen da, der in der Röhre. Machen wir weiter. Okay, alles klar. So. Das ist eine Scheißfrage, Ja, lest ey. doch mal vor, bitte. Würdest du eher 5 Familienmitglieder vor dem Tod retten oder 10.000 fremde Menschen vor dem Tod retten? 10.000 Menschen vor dem Tod retten. Echt, auf deine Family würdest du voll scheißen? Hier so, verpisst euch, sterbt heimlich. Nö, also ich war, da steht ja nicht genau, wer da drin und ich habe so viele Cousins und Cousinen, die mir so heftig am Arsch vorbeigehen. Da steht ja nicht drin, Mutter oder Vater oder Schwester oder so. Ich habe so viele Leute in der Familie, da denke ich mir nur so, was sind das denn für Harakash-Kinder? Dann würde ich doch lieber 10.000 Leute retten. Das sage ich halt nur, isst du Käse, bist du Chinese. Also,
Ja, genau so ist das nämlich. Ja, ich würde, ich weiß nicht. Ich würde 5 Familienmitglieder retten, so hart wie es ist, Ja, muss weil ich leider auch es sagen. ist nachgewiesen, dass dir Leute, die dir nichts bedeuten, eher am Arsch vorbeigehen als die, die dir was bedeuten. Also, dass du es emotional da einfach abschirmst, weil Aber am habt Tag ihr. sterben einfach 1 Million so. Also nicht 1 Million, aber halt Bedeutet euch viele. denn jedes Familienmitglied in eurer ganzen kompletten Familie, geht mal auf den Stammbaum zurück, interessiert euch jede Person so wichtig? Ist euch so wichtig? Nein, wieso? Ich muss ja nur 5 retten, die 5 wichtigsten. Ja, da steht ja nicht die 5 wichtigsten. Da steht ja Fünf nur 5. Familien, 5 Familienmitglieder Also, von den wenn ich Toten. auf 10.000 Leute scheiße, ne? Dann würde ich aber schon auch sagen, da darf ich mir auch 5 aussuchen, oder? Also, das wäre schon fair. Ja, Ich aber bin das ist ja gespannt, nicht was die die Leute Frage. sagen. Was denkst du, Das was ist die nicht die Leute sagen? Frage. Ich glaube, fast alle haben auf 10.000 Aber fremde Menschen. ihr müsst aber trotzdem vorstellen, es sind ja trotzdem, die ganze Familie stirbt, bis auf 5 Leute, die du dir aussuchst. Das heißt, Vater, Mutter fällt schon mal weg. Dann vielleicht noch Oma, Opa, wo du sagst, okay, ey, mit denen hänge ich gern ab, ne? Die fallen auch schon weg. Und vielleicht noch Schwester, Bruder, je nachdem, was du halt hast. Ja, bist du schnell bei 5. Oh, nö, ich sag, bei mir ist nur Mama, Oma. Ich habe sogar noch 3 freie Plätze, also von Kannst du uns nur mitnehmen, daher. oder? Was los, Bruder? Mama und Oma würde ich nur mitnehmen und die anderen. Tschüssi. Nacken, Nacken. Okay, So. oh, ich habe jetzt einfach für mich gedrückt. Auf 5. Aber die meisten, Aber die meisten Alter. nehmen die Familie, ne? So, jetzt gucken wir die Diskussion an. Familie geht vor Amen. Aber die. Was? Kiki Popo, perfekt zum Thema Ficken. Ah, Wenn der du Schmerner. 10.000 sterben, wenn 10.000 sterben, kannst du ohne zu bezahlen Döner essen. Was? Ja. Aber die 10.000 Menschen haben vielleicht auch Familie. Und was ist, wenn darunter Familienmitglieder sind, die du vergessen haben könntest oder nie kennengelernt hast oder welche gestorben sind, die du, die deine 10.000. Alles klar, Ist mir scheißegal, tschüss. ich kenne sie ja nicht. Ja, ach was? Würdest du eher ein Jedi sein oder ein Sith? Ein Sith natürlich. Mir ist es so scheißegal. Ich Ich finde aber mag. ich finde die blauen Lichtschwerter cool. Ja, dann bist du ein Wer hat denn die Jedi. blauen Ja, Lichtschwerter? Ein Jedi? deswegen meine ich, ja. Was Ich tut der wette mit jetzt? euch, die Sith gewinnen. Der Chat muss vor allem mitantworten, ne? Bei den Fragen, was ist los? Ja, dafür sind wir aber zu schnell. Ja, Dafür Elina ist sind wir aber nicht gerade bekannt genug. Das liegt an dem Equipment. schon. Eindeutig, ja. Also, Sith, Jedi? Ich weiß Ach, nicht. macht dann Sith, wenn ihr beide Sith machen wollt. Ich weiß doch nicht, Mann. Ich weiß nicht mehr, was das ist. In Oh, your alle anus. wollen Jedi Die Bösen mit den sein. roten Schwertern, Mann. So, mal gucken, wie viele jetzt zum Ficken auffordern. Alter, die Rechtschreibung. Hallo, ihr Fettsäcke mit Ä. Ihr seid nur fett wie ein Nein, Wildschwein wie nennen wir und dich? ein Elefant. Ihr Scheißhaufen. What the fuck? Solltest. Okay, egal. So, ich will jetzt eine Fick. Haben nur aus Spaß so geschritten. Was? Die Jedis haben gewonnen? Ja, aber volles Rohr, ey. Egal. Das fuckt mich gerade richtig ab. Ja, deswegen gehen auch die Sith immer unter. Würdest du eher ein iPhone kaufen oder ein Was sind Android-Smartphone? das für Fragen, Alter? Wow. Würdest du jemanden auf den Backe küssen oder auf den Rücken? Oh. Definitiv Rücken. Definitiv Ohren. Welche Backe? Ja, das ist die Frage, Mann. Uninteressant. Die Frage ist, welche Lippen? Oh, sehr ausgeglichen. Interessiert mich nicht. Würdest du eher eine Glatze haben oder lange Haare? Lang. Lange Haare. Ja, du musst ja auch was sagen. Lange Weil Haare. aus langen Haaren kannst du eine Glatze machen, aber aus einer Glatze kannst du keine langen Haare Ich hätte gerne, machen. oh, alle lange Haare. Ich hätte gerne lange Glatze. Würdest du eher kiffen? Was? Nee, Kaffee trinken oder Tee Kiffen? trinken? Kaffee, Mann. Kaffee trinken oder Tee trinken? Kaffee, ganz klar. Tee. Ich Das bin sind Engländer. schon, echte Hardcore-Fragen. Ich glaube, wir müssen FSK 18 darüber machen. Das ist FSK. hart an der Grenze. Kaffee, Kaffee, zweimal Kaffee. Zwei Kaffee. Schon gewonnen. Oh, fast alle für Tee? Was ist los mit euch? Würdest du. Ey, langsam, also die Fragen sind mir echt ein Okay. bisschen zu hoch vom Niveau, weißt du? Das ist Nee, mir, ich fühle mich da zu jung. komm, scheiß drauf. Ach, Ah, wieder, Alter, was ist denn das sitzt für ein so. Scheiß? Also, das finde ich schon eher interessant. Würdest du eher ein hässliches Gesicht und einen schönen Körper haben oder einen hässlichen Körper und ein schönes Gesicht? Schönes Gesicht. Schönes Gesicht. Fühle ich mich selber ja wohler, wenn ich Also in den bei mir Spiegel ist das schaue. ja auch so, da würde ich auch sagen, ich habe ein schönes Gesicht, aber einen hässlichen Körper. Also gehe ich dann mit dem schönen Gesicht mit. Ja. Hässlichen Sind Körper, wir uns da alle schönes Gesicht. einig? Ja, definitiv. Ja. Ausnahmsweise auch Ja. 65% der User. Ja, der hat es erstmal geschrieben: Gesicht kann man ja operieren. Würdest du eher Burger King. Würdest Oh, du. die Fragen Ja, sind aber schon ein bisschen lame, Schwanz, ne? Schwanz, bitte. Schwanz aus dem Mund, bitte. Bla. Oh, das ist gut.
wenn du noch 5 Minuten zu leben hättest, würdest du eher die Zeit mit deiner Familie verbringen, in der Zeit machen können, was du willst, außer mit der Familie verbringen. Nö, da muss ich doch schon ein bisschen sentimental werden und sagen, die Familie, oder? Ja, bin ich auch dabei. Ja, Du? doch. Obwohl, so ein bisschen Koks und ein paar Nutten wäre auch nicht schlecht eigentlich, Auch aber. 5 Minuten, Alter? 5 Minuten? Also da bin ich lieber bei der Ich glaube, da Familie. reicht es nicht mal Fünf für Minuten, das einen. ist doch immer so, ist doch immer so. Also, was redet ihr? Kommt schon, Jungs, 5 Minuten. Auf jeden Fall könnte ich da 2x6 haben in der Zeit. Das ist schon mal sicher. Aber das kann ich auch mit meiner Familie haben, ne? Also kein Thema. Oh, shit. Oh, das ging aber ganz schnell nach hinten los. That's what she said. Oh, Oh, geil. Familie ist, Alle ja, Familie, alle ja. Familie. Was für Außer, Lappen, außer. ey. Würdest du eher reich sein und kein Internet mehr haben oder arm sein und Internet haben? Reich sein und kein Internet mehr, Alter. YOLO. Voll, ohne Scheiß. Ja, stimmt, das ist eigentlich. Ja, ich wollte auch gerade Wir sind sagen, arm das und ist haben doch. Internet, damit wir reich werden. Es ist halt einfach so. Ja. Um irgendwann mal kein Internet mehr zu haben, weil wir die Rechnung nicht mehr zahlen können. Und dann sind wir auch nicht mehr reich. Was sagst du? Nee, ich gehe auf jeden Fall ohne Internet aber reich. Und das ist auch logisch. Da kannst du dir Boah, Internet. es wundert mich jetzt aber ein bisschen, muss ich Wow, sagen, dass so sehr. viele Leute ohne Internet. Ja. Respekt. Oh, Ohne das ist. Oh, das war Internet, eine. ey, das Das ist war eine hart. krasse. Haben wir doch schon gehabt? Nee, ohne Fernseher. Ohne. Egal. Oh. Würdest du eher einen Tag mit deinem Lieblings-YouTuber verbringen oder einen Tag mit einem Hollywood-Star? Also ich kann ja schon mal jetzt voraussagen, dass ihr ja schon euer Traum wahr habt. Wir skypen gerade miteinander. Also da Das war so klar jetzt. Also euer Hollywood-Star. Traum ist ja schon in Erfüllung gegangen und ich kann euch auch ein paar Tipps irgendwann geben. Hollywoodstar, danke. Na, natürlich Hollywood-Star. Würde ich auch machen. Hallo, wer würde nicht mit Angelina Jolie chillen wollen, aber vor Hallo? 10 Ey, die Jahren. Jetzt ist meisten sie haben aber mittlerweile alt. Lieblings-YouTuber genommen, Weil ne? sie keine YouTuber sind, Mann. So. YouTuber. Stimmt, wir mit unserem guten Equipment und der Würdest du schlechten Quali können da schon eher auftrumpfen. mit deinem Lieblings-YouTuber oder deinem Lieblings-YouNower? Ja, Oder also Lieblings-Clickbitter? ich bin ja ein anerkannter, ich bin ja ein anerkannter Pädophiler, deswegen würde ich sagen mit meiner Lieblings-YouNowerin, denn die sind alle nicht älter als 12. Nice. Also ich gehe mit YouNow mit. Also würdest du eher so bleiben wie jetzt oder eine Chance auf 100 Millionen mit einem 5% Risiko sofort zu sterben? Ja, 100 Millionen, easy. 5%, Was Leute. sind Da habe ich ja, 5%, Alter? das ist ja noch besser als Las Vegas, so. 5% ist verdammt viel, wenn es um dein Leben geht. Ach, fuck drauf, 100 Millionen, gib her. Alter, weißt du, wie viel Prozent du jeden Tag Risiko hast zu So, sterben? jetzt ich Und suche das jetzt. nur beim Kacken, Ich Alter, wollte nur gerade beim sagen. Kacken. So, ich mache Stimmt. jetzt einen Zufallsgenerator an. Okay. Und Ist dir der bewusst, dass du besagt. beim Kacken eigentlich eine Hirnader platzen kann, dass du Von stirbst? 1 bis Und 100. drück. So, Tai, du bist Hi. 1 bis 100. Nummer 1. Wir generieren Ja. alles über Alles. 5 Prozent. Also von 1 bis 5 ist Tod, der Rest ist Leben. Du lebst, du hast 100 Millionen. Und du Danke. hast auch 100 Millionen. Und ich habe auch 100 Millionen. Alles klar. Aber das, Ich was verstehe Wuschel die gerade Logik ja gesagt nicht. hat, das, was Wieso? Ich Wuschel habe von gesagt 1 hat, bis macht voll 100. Sinn. Aber Der das macht meinte doch kein. halt, wie oft man eigentlich draufgehen kann, nur wenn man Ja. lebt, so wisst ihr. Vor Man allem kann nur, man. ich fahre jeden Tag eine Stunde insgesamt, also eine halbe Stunde hin, eine halbe zurück zur Arbeit. Und wenn ich mir Eben. da überlege, mit nachts hinfahren und frühs mit Dreh oder mit Autofahrern, die unvorsichtig fahren und so ein Scheiß. Wenn ich mir da mal überlegst, du setzt jeden Tag Minimum eine Stunde dein Leben aufs Spiel, nur um überhaupt Geld zu verdienen. Das klingt wie früher, dass du auf die Jagd gegangen bist. Hey, ich setze mein Leben aufs Spiel, um auf Arbeit zu kommen, So mit, ja, aber es ist wirklich so, weißt du, das ist einfach, das ist für uns halt so Alltag geworden. Das ist nicht mehr so, dass du sagst irgendwie, das ist so eine potenzielle Gefahr oder so, sondern du lebst halt damit, du weißt, okay, im Hinterkopf hast du das immer, du könntest jeden Moment sterben, aber irgendwie realisierst du das in dem Moment halt nicht. Du gammelst halt im Auto mit deinen 130 und denkst so, ja, okay, ich geh ab, Mann. Weißt du, aber jede Sekunde irgendwie vom Reh irgendwie, überrascht wirst, das weißt du halt dann nicht in dem Moment. Genau so ist das, meine Freunde, und nicht anders. Und allein, ich rauche mindestens eine Schachtel Kippen täglich, kann auch umfallen, Alter. Aber weiß niemand. Also, jetzt eine Frage an dich. Würdest du eher ein Buch schreiben oder ein Bild malen? Ich? Ja? Definitiv ein Buch, Alter. Ja, Du das sah schon so schöne hast Bilder Bild aus. gedacht, ne? Du hast Ja? locker Bild gedacht. Hey, wolltest du jetzt nicht wissen, wie das dann ausgegangen ist? Aber egal. Nein, das hat mich wirklich nicht interessiert. Was? Würdest du eher für 2 Jahre mit einem pinken Fahrrad herumfahren
Oder mit einem Krokodil kämpfen? Ja, ich nehme doch Binder-Taffert. Ich hatte ein pinkes Fahrrad. Alter, ich bevorzuge doch Anaconda-Wrestling, ganz ehrlich. Krokodil, Mann, Alter. Was ist denn das für eine, was ist denn das für eine Frage? Ja, ist dumm, ey. Wer klickt da auf Krokodil kämpfen? Ja, weil sie einfach den Kick brauchen. Würdest du lieber gelbe Zähne oder gelbe Haare haben? Gelbe Zähne habe ich schon, also nehme ich die gelben Zähne. Was sind, ja, gelbe Haare, weil die kannst du ja färben. Ja, richtig. Ich mache jetzt mal gelbe Zähne, weil dann will ich mir den Prozentsatz nach oben treiben. Aber gelbe Haare kannst du ja dann färben. Ich meine Zähne auch, aber ist ein bisschen teurer. Stimmt, da müssen wir wieder ans Geld denken, ne? Super Saiyajin. So, ich dachte, das heißt Supersoßenbinder oder so. Würdest du eher aufs Zähneputzen ab jetzt verzichten oder aufs Haare waschen? Zähneputzen, ich liebe meine Haare. Ich kann nichts ohne meine Haare. Ich würde mir eine Klapse rasieren. Doch, du kannst Zähne putzen. Ja. Ja, es wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, ne? Ja. Kim, ich wurde mal fast vom Bus angefahren. Ja, aber nur fast, also. In Hamburg! In Hamburg. Kurz vom Ferntreffen so. Ja, die sind alle bei dir in der Nähe. Die könnte ich alle mal besuchen. Stell mal vor, da wollte sie sich schön gerade ihren wunderbaren Julian Bam angucken und dann. Das wäre auch krass. Also ich bin definitiv für aufs Haare waschen verzichten, du? Ja, schon. Weil ja, mir, natürlich jetzt, damit das hygienisch korrekt klingt und alle mich mögen, würde ich es auch sagen. Aber ich schwöre lieber mal. Das geht leider nicht mehr hinzuzufügen. Wir wissen schon Bescheid, du hast es leider schon versaut. Würdest du eher nie groß müssen, nie klein müssen? Ich liebe Kacken. Ich liebe Kacken. Ich liebe auch Kacken. Ich hasse Scheiße. Was? Echt? Oh, ja, Mann. Ich hab's als Kind schon gehasst. Ich habe als Kind schon immer die ganzen Bilder und so umgedreht, weil ich dachte, die gucken mich an, wenn ich kack. Ich hasse es. Ich hasse Kacken. Und man hat mich, pass auf, das ist ganz schnelle Story, bis ich 8 oder so war, habe ich in den Schrank geschissen. Man nannte mich den Schränker. Weil ich meine Windeln nie, ich wollte meine Windeln nie wechseln und habe immer mit vollgeschissener Windel bin ich rumgelaufen, weil ich es gehasst habe, so bis 4 oder 5. Habe ich immer in den Schrank geschissen und habe mich dort versteckt. Mit der Scheiße. Genau so ist es. So, also nicht, quasi auch weiß, gleich der Kuscheltee-Ersatz. Ich weiß aber nicht, ob es ernst meint oder was so Story erzählt. Das ist immer so schlimm. Der Schränker, Alter. Der Schränker. Der Schränker, Alter. Also ich meine, wir sind trotzdem zwei. Schranke rot-weiß, bitte. Sorry, Bro, wir lieben Scheiß, Mann. Ja, nie klein müssen. Jetzt, wo ich gerade so 3-4 Liter am Tag trinke, würde ich es mir echt wünschen, nicht mehr pinkeln gehen zu müssen. Willst du Computerspielen oder den ganzen Tag? Ich mache beides unglaublich gern. Am besten was ist die Frage? Würdest du eher Computer spielen oder den ganzen Tag schlafen? Ich Computer anders. Es ist aber auch irgendwie keine Konsequenz in der Frage. Ja, die Logik stimmt halt nicht irgendwie so, ne? Nee, das muss ich leider mal. Boah, würdest du lieber eher nie verliebt sein oder verliebt sein und ständig betrogen werden? Boah. Nie verliebt. Das ist aber schwierig, weil du weißt ja nicht, wie es ist, verliebt zu sein. Also wenn du das erste hast. Ist mir schon ich verliebe passiert. Mich nicht. Was? Ganz schwierig. Ganz schwierig. Nie verliebt, doch ganz klar. Wer will dann ständig betrogen? Was wäre man denn? Verliebt worden sein, was ist man denn für eine Weichflöte, wenn man das akzeptieren würde, wenn man andauernd betrogen wird? What the fuck? Stimmt schon, ja. Selbst ich dann ist es noch nicht mal safe, dass ihr überhaupt eine Freundin habt. Also ich würde sagen, nie verliebt sein. Fuck it. Koks ja, und Nutten. Haben die meisten noch gewählt? 74%. Puh, würdest du eher berühmt sein oder die wahre Liebe finden? Da ich das zweite schon habe, nehme ich das erste. Berühmt sein. Wahre Liebe. Ja, wahre Liebe, ja, ist mir wichtig. Nein! Wenn es darum geht, ja, es noch zu finden, wäre es mir wichtiger auf jeden 18% Fall. 18% werden nur lieber berühmt. Also die Liebe ist ja anscheinend. Das sind aber dann halt nur die Puffgänger. Es hat keiner geschrieben, ficken. Ich dachte, lauf. So, geh mal runter. Ja. So, Janita Mutezani. So, zuerst noch so, die wahre Liebe ist schön. Und ich hätte jetzt gehofft, dass irgendwie drunter so ein paar Minuten später der Kommentar kommt. Er hat Schluss gemacht, ich hatte die Liebe. Das wäre so ein Klassiker für so eine gewesen. So, Jungs, ich muss mich langsam verabschieden. Ja, aber nur langsam. Verabscheue dich mal. Weil ich jetzt könnt ihr, jetzt dürft ihr euch wieder groß machen. Wow. Jetzt dürfen wir wieder groß machen. Wieder was groß. Der Schränker verlässt die Szene. ich gehe dann jetzt erstmal eine Runde kacken. Also so, jetzt reicht's, Alter. Jetzt kriegst du den dunklen Magier des Chaos, mein Freund. So ein Angriffsmodus. Das Marco Polo schafft. Jetzt? Du hast 2 Opfer bringen müssen. Ich habe schon 2 Opfer. Eins neben mir und eins vor mir. Vielen Dank für deinen Besuch. Wir wünschen dir noch viel Spaß. War sehr schön, mal wieder eure wunderbare Stimmen gehört zu haben. Ja, danke. Mua.
Oh, das bringt mir Nightmares, Alter. Okay, tschüss. Ja, Tschüss. Mann. Oh, hier, wie er sich nochmal streckt in der Wiederholung. Ja, geile Lurch, Alter. Süß. Ja, dann, wow, das ist ja richtig unerotisch. Alter, ich sehe so fertig aus, ne? Ich sehe Ja, richtig. siehst wirklich fertig aus. Ich auch. Was machen wir jetzt? Machen wir noch weiter oder hören wir auf? Ich würde was Cooleres machen, irgendwie. Was denn? Sag was. Also, das Blöde ist halt wirklich, wir können halt jetzt irgendwie auch nichts zu zweit spielen hier nebeneinander. Nee, Oder echt auch, nicht. wir könnten so Online-Billard miteinander spielen. Ja, Was? Fass. Online-Billard. Das ist ja das billigste Let's Play, was ich gesehen habe. Kostet auch nichts. Wir können jetzt einfach mal ein Hangout machen und ihr könnt mal uns ein paar Fragen stellen. Wir können es jetzt beantworten. Jetzt haben wir mal, nehmen wir uns mal noch 10 Minuten zum Ja. Frage-Antwort FAQ live. Der Pöbel darf Fragen stellen. Also wir Der eigentlich, ne? Adel geht, der Pöbel bleibt. Ach krass, du hast Pöbel geschrieben, Alter. Wow, toasty, Alter. Hast du wohl Pöbel erst gelesen oder Nee, ich habe was? gar nicht gelesen. Ich habe gar nicht gewusst, Ja. was der Pöbel geschrieben hat. Ich sag das bloß mal gerne, der Pöbel. Der Pöbel darf bleiben. Ach, geil. War aber sehr lustig, fand ich. Und in der Kürze liegt die Würze grundsätzlich. Also, wir machen jetzt noch 10 Minuten. Ihr habt noch 10 Minuten. Freien Zeit. Oh, 10 Minuten. Hey. Einfach Kacke. Das ist einfach wirklich schön. Der Scheiß Wichser. Entfernen oder so. Was, Tibi Stream wurde Alter. über die gehackt? Nein, nein, da kommt immer so dumme Werbung. Achso, die Werbung, Mann. So, ja, also, ihr habt Fragen, ihr könnt jetzt noch Fragen stellen. Nutzt die Ihr könnt euch jetzt Zeit. alle noch auf die Waage stellen. Los, Ah! los geht's. War da jetzt echt kein Kaffee mehr drin? Nee, in der Watte war kein Kaffee mehr drin. Ich glaube, das war schon laut jetzt, ne? Das Ja. war schon laut. Ey. Aua! Aua! Okay, ich weiß nicht, wie wir mit den ganzen Fragen zurechtkommen gerade. Also das wird mir echt zu viel. Oh, das wird aber. Oh, ein Rocket. XD, oh, ich It's weiß. Rocket, it's Rocket. XD, ich Rocket. sag mal, Rocket Doppelpunkt spielt groß Rainbow D. Six. Hast du Rocket gerade auf dem Schirm? Wer das ist? Nö. Ich auch nicht. Ich glaube, ich sehe ihn zum Nö. ersten Mal. Auf jeden Hallo Fall ein Intro Rakete. gemacht mit 70. Außer was wir wissen müssten. Eine Runde Ohren geschnackselt. Wie dumm ich manchmal Eine gucken kann, Runde Alter. Ich denke mir Ohren gerade so. gefickt. Nein. Ich sehe mich jetzt mal selber so. So. Weil du Mathe Zucker. Das sieht aber keiner. Ich weiß aber, für mich, ich mag Wasser. Ohne Wasser ist alles doof. Wir müssen uns einfach mal wieder selber synchronisieren, das war einfach lustig. Ja, stimmt. Freut ihr euch auf das neue Kapitel der FF, die wir heute hoffentlich noch schreiben? Ja, hat der Lina schon was getriggert bei Echt? mir? Hast du nicht gewusst? Getriggert oder? Getriggert! Das habe ich gekotzt. Also, ich dachte, es wäre ich Getriggert? dachte, die Pizza wäre ich gewesen, aber. Echt? Ja. Ah! Hoffentlich habe ich nicht so gemacht. Aber Du. dann hast du jetzt Wanderspucke abbekommen. Ah! Flüssigkeitsaustausch. Kennst Zockt ihr du. Rainbow Six? Ja, ich schon, er nicht. Nee, nee, zockt ihr. Vielleicht meint auch R6, die Yamaha. Das kann auch Vielleicht sein. spielen wir auf der Yamaha. Wann habt ihr Zeit, mit uns Rocket League zu zocken? Oh, Ja, das ist. auf dem Computer, my friend. Auf Computer wird es schwierig zur Zeit, ne? Das ist das. Wir können jetzt gleich einen Raum aufmachen und gegen. Warum? Warum? Dass du jetzt nicht lachen musst. Ganz kurz, nur für Baumi. Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe Schmerzen im Genitalbereich. Sie haben Wanderhoden. Sollen Sie mich nicht erstmal untersuchen, bevor Sie so eine Diagnose aufstellen? Nein, in diesem Falle nicht. Schauen Sie doch selbst. War es eigentlich schon. Yes. Das war alles, ja. Das war wirklich echt alles. Nice. Okay. Ich will mal mit dir Rocket, also ich wollte Rocket 6. Ja, also Raketen 6 zocken. Splitscreen an der Konsole gegen die beiden. Ja, wir haben doch keinen.
Boah, mit Tastatur ist es vielleicht mega scheiße. Nein, nein, an der Blazy, wir können noch einen Raum aufmachen, da können die doch mit dem Rechner rein. Geht das, ich glaube, mit der Lobby geht das mit dem Rechner nicht so gut. Klar, sicher? Wir machen eine Lobby auf und dann können wir mit ihrem Rechner nachschauen. Gamebuds, Passwort, Penis. Haben wir doch schon mal gemacht. Ja, aber wenn es mehrere Leute sind noch, dann wird es sich lohnen. Ja. Ansonsten mit Toasty können wir so mal freizeitlich ein bisschen chillen. Es ist schön, euch beide mal wieder zusammen zu sehen. Oh, stimmt, ja, es ist ein seltener Anblick mittlerweile geworden. Ist mittlerweile echt schon lange her. Nein, halt nicht. Och nö, zockst du auf Konsole? Yo, eigentlich schon. Wir zocken selten PC, ne? Nur Pulp habe ich letztes Mal gespielt. Pupke. Pupke. Was ist Pulp? Popko. Players Unknown Battleground. Popko. Popko. Und Wuschel hat sich heute sein erstes neues, weil die alten weg sind. Yu-Gi-Oh! Set wieder geholt. Ein Starter-Set und einen Haufen Booster-Packs. Den hat er ganz freudig aufgemacht und hat jedes Booster-Pack aufgemacht. Und so, oh, das riecht wie früher. Nein, es hat eben nicht wie. Hey, ich weiß nicht, bei mir war das so, ich habe damals die Booster-Packs immer aufgemacht. Und, also ich rede speziell von Yu-Gi-Oh! Ist eigentlich tschüss, bei vielen. Toasty, schön, dass du da warst. Tschüss. Ist bei vielen. Boah, so viele Holo-Dinger, was sind voll, los? Ne? Alter, das ist vielleicht auch lang nicht alles. Ist das noch das Standard-Set? Das ist das Standard-Set. Das ist das Standard-Set. Ich glaube. Du hast einen Cyberdrachen, der ist geil. Ja, der ist echt geil, ne? Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst, kannst du diese Karte Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Das geht einfach von der Hand so. Du kannst sie Spezialbeschwören und dann immer noch eine Karte legen, eventuell. Krass, ne? Das wusste ich gar nicht. Krass. Boah, guck mal, viel Holo. Ja. Mega mal, viele Holo. Ich kann dir noch viel über das Spiel beibringen. Das sind ja alle Holo. Aber soll ich mal sagen, Hashtag no Holo. Du hast Uria, Herr der reisenden Flammen. Das hab ich gar nicht gesehen. Das, hä, den hab ich gar weg? Nicht, den hab ich mal gar nicht das gesehen. Das ist doch das legendäre Pokémon. Ja, wir sind voll, ja, man merkt, wir sind voll erprobt, was das angeht. Ne? Ja, krass. Da. Ist gar nicht mal so scharf. Ja, also, ey, die Kamera generell. Ich glaube, da habe ich irgendwie drauf gespuckt. Du kannst halt so gezoomt, das wie so ein Behinderter. Ja, ich hab gesungen wie ein Behinderter. Ja, die flimmert ein bisschen, ne? Was denn da? Peace out, Mensch. Peace out, Sauerkraut. Baumi, hast du eigentlich mal vor... Es hört nicht auf! Yandere, dazu spielen. Was ist Yandere? Vielleicht auf dem Baumi-Kanal. Gerne mal. Gerne mal. Hinten die drei Karten gefallen mir am besten. Ja, die sind auch als einziges nicht Holo und sind von mir Yolo. Das sind alle Holo, ne? Außer die drei guten. Es sind auch voll viele Superrate dabei, Alter. Und Hyperrate. Rare. Heißen die nicht Rare? Rare, ja. Rare. Rare. Aber du hast Rate gesagt, oder? Rare. 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 Aber jetzt so ohne Witz, das ist doch das, dieses aus dem Filmband doch dabei, oder? Nee, aus der zweiten Generation. Da war die dabei. Aber der ist schon krass, ne? Was hat der? Ja, aber der hat bloß Spezial. Ich tausche meine drei grünen Karten. Der hat nur Spezial, Alter. Wie wär's, wenn ich die tausche? Wie wär's, wenn es mich ein Scheiß interessiert, weil du die mir schon geschenkt hast? Geliehen! Geliehen? Wir haben gesagt, geliehen. Wenn ich dich nachts um zwei anrufe und will diese Karten zurück, weil ich ein Duell habe. Ja, in Hamburg oder in Berlin, München oder so. Ja, klar, das kann schon mal sein auf der Straße, dass die Leute zum Duell. Krass dreckig, die einfach nur vom Abnutzen. Ja. Die sind auch einfach mal schon, jetzt mal ohne Witz, die sind einfach mal. 10 Jahre bestimmt, locker. Locker. Ja, wir haben vor uns 2002. Das ist offen. Oh, warte mal, ich muss schnell gucken, wann Yu-Gi-Oh! Hier. Ja, du. Erste Ausstrahlung. Deutschland. Was ist denn Auserstrahlung? Ja, jetzt kommt man davon an. Warte. In Deutschland. Japan. Japan. Hört euch ein Stil. Am neuesten. Ja. Sammelkartenspiel. 29.09.2001, also 2001 bis 2000. 16 Jahre her, diese. Die sind so älter als die Community. Ist halt echt so. Ist halt echt so, ne? Das ist schon heftig, ey. Zockt ihr eigentlich irgendwelche Handy-Games? Diese Karten sind älter als Fluffy und Kim. Stimmt, ja. Das ist krass. Das ist halt echt so. Ja, das ist echt krass. Euer Mic buggt. Ja, es ist hier.
Also warte mal, Weil du am Kabel. Und die Tee ist halt, ist halt echt so, ne? Das ist schon heftig, ey. Zockt ihr eigentlich irgendwelche Handy-Games? Diese Karten sind älter als Fluffy und Kim. Stimmt, ja. Ich sag mal, Peter ist echt so. Ja, das ist echt krass. Euer Mike backt. Der ist es hier. Mike Käfer. Also warte mal, Weil du am Kabel. Warte. Und die Tee ist halt echt. Ist halt echt so, ne? Das ist schon creepy, ey. So, so wie so ein Paralleluniversum. Universum. Wie wir schauen, so. Das ist dieses, was ich vorhin meinte. Also, Mama, es sieht mir aber mega an, wie kaputt ich einfach bin, ne? Ja, du siehst, du hast schon Augenringe hoch 3. Ja, diese Karten sind 16 Jahre alt, ungefähr. Und diese Karten sind ausgepackt 2 Stunden? Ja, die sind 2 Stunden alt. Circa, 3 Stunden, 3 Stunden ziemlich genau. Die riechen schon noch ein bisschen nach den neuen Karten. Ja, aber ich finde damals, wenn du die aufgepackt hast, da kam dir erstmal so dieser direkt künstliche Plastik. Riech mal an den, die alten. Siehst du es? Die alten riechen so, ne? Ja, so wie man sich's vorstellt. Buschel und Barbie. Ja, krass, habt ihr geile Karten gezogen? Was für geile Karten? Ich sehe so gerne. Das Herz der Karten. Ja, ist Yugi, Alter. Das Herz der Karten. Aber die riechen echt besser. Könnt ihr doch mal den Arsch. Lass mal einrollen. Aber die tun jetzt weg. Die sind genauso gut, ey. Und so, so sind meine besten Karten verschwunden. In meiner Nase. Unsere Nase. Alter, wie alt genau? Wie alt genau? Sind genau 3 Jahre älter als ich. Sind genau 16 Jahre, 3 Monate, 24 Stunden und das ergibt keinen Sinn mehr. Nee, ich nicht. 23 Stunden und 12 Minuten und wenn du jetzt genau wissen willst, 21 Sekunden, 22, 23, 24. Und draußen, wenn ich nach rechts gucke, hängt da wunderschön wedeln meine ganzen Unterhosen im Wind. Voll sexy eigentlich, ne? Voll die SpongeBob. Und es ist wieder so langweilig, dass wieder nur 5 Leute da sind und ein eins davon sind wir. Naja, dann würde ich sagen, Problem ist offline, ne? Ja, dann gehen wir erstmal offline. Na dann, war's schön. Ihr hattet eure Chance. Die andere Simulator machen wir mal auf dem Baumi-Kanal, weil ist ja Japano. Japano Schlampe. Ja. Und war schön, mal wieder mit euch zu chillen. Rocket, mach's gut. Und die anderen, wir schreiben vielleicht, wenn wir mal irgendwie das schaffen. King Kev. King Kev ist gekommen. Schnell, schalt aus. Ja, okay, schnell, warte. Ich muss ja OBS hier. Ja, ja. Tschüss. Ja, ich mag da klicken, ne? Hat jetzt euch Pornoseiten aufgemacht? Soll ich die schließen? Naja, nee, die sind in der Favoritenliste drin. Das ist so. Kuh mit einem Pferd, wollen wir das mal angucken? Ja. Also, tschüss. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute das jetzt ernst nehmen. Ja, ich so. Das war nämlich ein Schwein und eine Ziege. Tschüss.